Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video sehen wir uns die fünfte und sechste Episode von Star Wars, Obi-Wan, Kenobi und somit das Staffelfinale etwas genauer an. Bleibt dran! Mit der sechsten Episode endet die aktuellste Star Wars Serie auf Disney Plus. Und wir bekommen ein Finale, das von Fanservice nur so strotzt, ohne wirkliches Fanservice zu sein, aber auch die einen oder anderen Macken aufweist. Nichtsdestotrotz war es ein amüsantes, kurzweiliges, stellenweise etwas komisches und für mich nicht nachvollziehbares Serienerlebnis. Alles in allem kann ich verstehen, wenn diese Serie die Fangemeinde bzw. die Zuseher etwas polarisiert. Höchstwahrscheinlich wird es zwei Lager geben. Das eine Lager, was diese Serie feiert, das andere Lager, was diese Serie etwas kritischer beäugen wird. Zu letzterem gehöre ich. Ich bin mit den beiden letzten Episoden insofern etwas zufriedener und wieder milder gestimmt, als ich es noch bei den ersten vier Episoden war. Das liegt daran, dass wir hier in der fünften und sechsten Episode nicht nur etwas mehr an Fanservice bekommen haben, sondern sich die groben Fehler der Serie gelegt haben. Ich war zu Beginn der Serie von dem Erzähltempo bzw. den einen oder anderen Logiklöchern nicht sehr angetan. Mit spätestens Episode 4 hat sich das gelegt und bei Episode 5 und 6 der Serie Obi-Wan Kenobi hat für mich die Serie im Großen und Ganzen die Kurve gekriegt. Auch wenn ich vor allem im Staffelfinale in Episode 6 wieder das eine oder andere zu kritisieren habe. Das Positive an der Sache ist, Darth Vader hat seine Rolle im Großen oder Ganzen gut gespielt. Es war sehr erfrischend, Hayden Christensen und Ian McGregor wieder in ihren beiden Paraderollen als Protagonist und Antagonist sehen zu können. Und vor allem hat diese Serie, glaube ich, etwas zum Worldbuilding des gesamten Star Wars Franchise beigetragen, im positiven Sinne. Im negativen Sinne kam, die Übermacht, die Bosheit von Darth Vader nicht so zur Gänze zu tragen. Er wirkte doch eher wie ein handelsüblicher Antagonist, der von Rache getrieben ist und dabei die ein oder andere Fehlentscheidung trifft. In Episode 5, zum Beispiel als er voll der Wut und des nahen Sieges über Obi-Wan Kenobi die Rebellenbasis angreift und dabei seine Inquisitorin, die er noch kurz davor zur Chefin erklärt hat, zur obersten Inquisitorin, und sie nachher versucht umzubringen. Das ist es, was mir als Zuschauer nicht so ganz klar wird. Versucht er sie umzubringen und versagt dabei oder will er sie nur schwer verletzen? Tja, leider Gottes hat hier das Storytelling etwas versagt. Vor allem da ab Episode 6 sie ja nur wenige Augenblicke wieder voll genesen ist. Das ist wieder eines dieser Logiklöcher, die ich bekritteln muss. Was ich positiv hervorheben möchte, das ist das Storytelling in der fünften Episode, vor allem um Leia Organa hier, da sie nicht so sehr im Mittelpunkt standen, doch einige wichtige Auftritte und Handlungsstränge zu absolvieren hatte, war das in Bezug auf Leia Organa mit Abstand die beste Episode. Auch die anderen Rebellen bekamen endlich etwas mehr Tiefe und wurden mehr in die Serie einbezogen. Das hätte für mich
durchaus ein oder zwei Episoden früher bei der Serie passieren dürfen. Vor allem so diese Storyline um den Rebellenstützpunkt, und dieser wird dann von den vom Imperium angegriffen, von Darth Vader höchstpersönlich angegriffen. Das hätte früher passieren können. Und was auch noch etwas früher passieren hätte können, wäre, dass Obi-Wan Kenobi auf die Motivation der dritten Schwester dahinter kommt. Auch diese Konstellation finde ich vom Storytelling her, von der Geschichte, die erzählt wird, dass die dritte Schwester eine Vergangenheit mit Anakin hat, einen Bezug zu Anakin hat und ihre eigene Motivation verfolgt. Das hat man als Zuseher bzw. als Kenner, sage ich jetzt einmal, oder als jemand, der hinter die Kulissen blicken will, vielleicht schon früher erahnen können, weil es auch Sinn macht hier. Hier ist es für mich ein Zeichen von guten Storyschreiben, von guten Storytelling. Es ist ein Story-Arc, der für mich funktioniert. Auch die Beziehung dann, die sich zwischen Obi-Wan und der dritten Schwester entwickelt, wo versucht Obi-Wan in die Mentorrolle der dritten Schwester zu schlüpfen, wo Obi-Wan versucht, die dritte Schwester abzuholen und wieder auf die helle Seite der Macht zu bringen, funktioniert nicht nur in der fünften, auch in der sechsten Episode. Auch wenn man sagen muss, dass die dritte Schwester in der sechsten Episode nicht mehr so diese Tragweite einnimmt wie bisher. Auch die zugrunde liegende Hintergrundgeschichte der dritten Schwester mit dem Kampf der anderen Inquisitoren rückt ab der fünften Episode nicht nur in den Hintergrund, sondern wird nicht mehr weiter erzählt. Das finde ich schade. Man sieht die anderen Inquisitoren bzw. den einen Inquisitor nur mehr einige Augenblicke auf dem Sternenzerstörer von Darth Vader. Apropos Sternenzerstörer, hier auch eines, was ich komisch finde, beziehungsweise vielleicht auch falsch interpretiere. In der sechsten Episode, wo Darth Vader hinter Obi-Wan mit seinem Sternenzerstörer auf Verfolgungsjagd ist, entschließt er, sein privates Shuttle zu nehmen und vom Sternenzerstörer persönlich Obi-Wan zu verfolgen und ihm auf die Planetenoberfläche eines unbekannten Planeten zu folgen, wo dann auch der Endkampf stattfinden wird. Hier finde ich, war die 3D-Animation, die Visual Effects, das CGI nicht akkurat, nicht maßstabsgetreu. Man sieht, wie Darth Vader Shuttle aus der Shuttle-Bucht des Sternenzerstörers herausfliegt und es wirkte für mich zu groß. Wenn ich mir vorstelle, ein Sternenzerstörer hat knapp über einen Kilometer oder anderthalb Kilometer an Länge und dann das Bild sehe, so wie es in der sechsten Episode gezeigt wurde, wo, na gut, aus der Perspektive würde ich sagen, ein Zehntel der Größe des Sternenzerstörers das Shuttle von Darth Vader einnimmt, passt das nicht so ganz zusammen. Also für meine Gefühle hätte das viel, viel kleiner dargestellt werden müssen, beziehungsweise die Größenunterschiede vom Shuttle hin zum Sternenzerstörer besser gewählt werden müssen und andere Perspektiven vielleicht gewählt werden müssen und hier etwas mehr Gefühl fürs Detail an den Tag gelegt werden muss. Die wirklich traurigen Szenen oder die wirklich berührenden Szenen waren, als sich die einen oder anderen Rebellen für Leia und Obi-Wan / das größere Ganze geopfert haben. Das hat mich berührt. Auch die Entwicklung von Leia, vor allem in der sechsten Episode, die war glaubhaft. Die hat für mich funktioniert. Man hat eine gute Brücke geschlossen zwischen der Serie Obi-Wan Kenobi und Episode 4.
wo man das erste Mal unter Anführungszeichen auf eine erwachsene Leia Organa Prinzessin Leia trifft. Hier hat man ein gutes Mittelmaß als Fanservice und Worldbuilding / nachvollziehbarem Storytelling gefunden. Der Endkampf aus Episode 6 zwischen Obi-Wan und Darth Vader, da bin ich ambivalent, da bin ich zwiegespalten. Auf der einen Seite fand ich die Darstellung von Hayden Christensen als Darth Vader und der Synchronstimme von James Earl Jones sehr gelungen. Auf der anderen Seite hat es, so wie es mir in dieser Episode erzählt wurde, etwas an Mystik und Boshaftigkeit von Darth Vader genommen. Denn mir wurde mitgeteilt, Anakin und Darth Vader leben gleichzeitig in demselben Körper. Er ist quasi Schizo. Okay, gut. Anakin sagte, Obi-Wan, du kannst nichts dafür. Du hast mich, Anakin, nicht getötet, sondern ich war es, Darth Vader. Ja, okay. Ich musste lachen. Es war eigentlich war es totaler Schwachsinn, was hier gezeigt wurde. So ein schizophrener Darth Vader, gleichzeitig Anakin und gleichzeitig Darth Vader ist. Man kann hier nichts anfangen. Das ist Kindergarten. Das kommt von einem Autor oder Dramaturgen, der von seinem Job keine Ahnung hat und einfach von A bis Z seine To-Dos abarbeiten will und dann ist gut, okay, passt. Job erledigt, Kohle her, das war's. Für einen so ikonischen Charakter wie Darth Vader irre, was da an Mystik, an eigener Vorstellung, wie der Charakter gestrickt ist, beim Zuseher verloren geht. Ich schätze es total, wenn ich Filme und Serien sehe, wo ein Regisseur, ein Dramaturg, ein Drehbuchautor das Grundwissen dessen hat, wie man Geschichten erzählt. À la Stephen King, à la John Carpenter, es ist viel schlimmer, etwas nicht zu zeigen und nicht zu erklären und nur anzudeuten, als es in seiner vollen Emotionalität und Härte zu zeigen. Und das stimmt. Das funktioniert besser. Wenn ich eine Geschichte erzähle, wo ich den Zuschauer dazu bringe, den Charakter selbst in seinen Gedanken ohne Willen und nur aus Impulsivität her weiterzuentwickeln, dann habe ich eine Geschichte richtig erzählt, dann habe ich einen Charakter richtig gezeichnet. Dann habe ich es nämlich geschafft, eine auf das Unterbewusstsein basierende Bindung zwischen dem Zuschauer und den dargestellten Charakteren herzustellen. Und das habe ich leider Gottes in der 6. Episode, vor allem im Endkampf von Darth Vader und Obi-Wan Kenobi, nicht gehabt und extrem vermisst. Was mir extrem gut gefallen hat, das war die Jagd der dritten Schwester nach Luke Skywalker. Auch wenn ich hier wieder das Auftreten, das erste Erscheinen von ihr auf Tatooine, das Zusammentreffen mit Owen und Luke verschwindet dann im letzten Moment, gerade kurz nachdem Owen gesagt hat, sie kommt und dann wird noch gewartet, bis sie die Türe öffnet und schon im Raum ist und erst dann zieht er seine Füße aus dem Raum raus und läuft weg. All das ist nur künstliche Spannung erzeugen. Etwas, was total nicht funktioniert. Etwas, was zu plakativ ist. Was für mich eine Studentenarbeit ist. Was für mich jemand abgeliefert hat, der einfach nur seinen Job machen will. Und das nach Schema F, nach irgendwelchen
weiß ich nicht, Skripten oder Vorlagen, die er im Studium von seinen Dozenten bekommen hat. Aber im Großen und Ganzen, wo die dritte Schwester auf Anakin trifft, voll der Rache, auf Luke trifft, voll der Rache gegen Anakin, ihn töten will, ihn jagt, ihn in die Nacht hinaustreibt, dann hinter ihm her ist, ihn dann findet, ihn töten will, aber es nicht kann, Flashbacks hat, sich in sich selbst hineinversetzen kann und sich in Luke wiederfindet, in der Situation wiederfindet. Super erzählt, super dargestellt, super schauspielerische Leistung beider Darsteller und dann noch, wie sie ihn auf Händen zurück zu seiner Familie bringt und just in dem Moment trifft Obi-Wan Kenobi ein. Ein Dialog zwischen der dritten Schwester und Obi-Wan, wo ich finde, genau so muss es sein, genau so funktioniert Star Trek, genau so funktionieren die Jedi und gehen die Jedi mit ihren Gegenüber, auch wenn sie böse sind, auch wenn sie der dunklen Seite der Macht angehören, um. Sie sind nicht voller Rache, sie sind nicht voller Wut und Zorn, sondern sie transportieren auch die Message, den Geist der Vergebung, der Gnade, des über den Dingen stehen. Genau so stelle ich mir die Jedi vor, genau so stelle ich es mir vor, dass ein Charakter wie Obi-Wan Kenobi handelt und agiert. Insofern ein sehr ambivalentes, aber kein schlechtes Serien-Staffelfinale. Stellt sich noch die Frage, ist es tatsächlich ein Serienfinale oder ein Staffelfinale? Ich denke, es ist ein halbes Serienfinale. Ich denke, Ewan McGregor überlegt sich zweimal, ob er noch einmal so eine Produktion absolvieren will und für so eine Produktion zur Verfügung stehen wird. Auch wenn mit Sicherheit in ihm, und das merkt man in seinem Schauspiel, das merkt man in dem, wie er den Charakter Obi-Wan Kenobi verkörpert, sehr mit der Rolle verbunden ist, sich sehr in diese Rolle hineinversetzen kann und diese Rolle sehr gerne spielt. Anders ist es bei Hayden Christensen. Nein, ich brauche ihn nicht mehr. Ich muss ihn nicht mehr sehen. Ich muss nicht mehr diese schlechte De-Aging-CGI-Effekte sehen wie in Episode 5. Die waren furchtbar. Das war das schlechteste De-Aging und CGI, das ich je gesehen habe. Und man braucht mal hier nicht mitkommen. Es gilt als Respekt und Verständnisbekundung gegenüber dem Schauspieler. Weil wenn ein Schauspieler sich für so eine Rolle zur Verfügung stellt und sich dann auch noch dazu zur Verfügung stellt, dass er de-aged wird, dann soll er, dann weiß er, was hier für eine Message transportiert werden soll. Und dann hat er dafür gerade zu stehen und dahinter zu stehen, dass es funktioniert und dass es korrekt aussieht. Und nicht im Sinne von, ja, er ist 20 Jahre älter und das De-Aging, was man in Episode 5 sieht, das wurde nicht komplett gede-aged bis zu dem Moment, wo er eigentlich in Universe hätte sein müssen. Schwachsinn. Weil wenn der Schauspieler etwas dagegen hat, dann verzichte ich auf diese Darstellung als Produzent und als Regisseur oder ich wähle eine andere Art der Geschichtenerzählung. Und mach keine halben Sachen. Und sag nicht, ja, wir verwenden De-Aging und wir zeigen dich komplett, aber wir machen das De-Aging nur halb. Schwachsinn. Blödsinn. A, die Argumentation und B, die Darstellung. Also entweder war es grottenschlecht, sie hatten nicht mehr Kohle und nicht mehr Motivation, das irgendwie zur Gänze durchzuziehen oder die Kappas oder was auch immer. Oder sie wissen nicht, was sie tun. Und sind
vor Hayden Christensen vor die Knie gefallen und haben sich gedacht, oh ja, wir wollen ja, dass du erkannt wirst und ja, du bist nun mal 20 Jahre älter, dann machen wir dich nicht ganz so jung. Weil wir haben ja so großen Respekt vor dir. Na, entweder macht sie es oder macht sie es nicht. Und wenn sie es nicht macht, weil Hayden Christensen etwas dagegen hätte, dann muss ich als Produzent und als Regisseur sagen, okay, gut, dann überlege ich mir eine andere Art und Weise, diese Szene zu erzählen und zu transportieren. Und mach keine halben Sachen bei der Qualität. Es geht hier um Qualität. Und auch an Hayden Christensen, wenn es wirklich der Grund sein sollte, dass das De-Aging so schlecht war, weil man Respekt vor Hayden Christensen hatte, dann hat Hayden Christensen, ja, pieps nochmal, die Verpflichtung zu sagen, okay, in der Geschichte war ich 30 Jahre jünger, war ich 20 Jahre jünger und habe anders ausgesehen. Fertig. Okay, ich habe mir jetzt etwas in Rage geredet. Machen wir einen Themenwechsel, halten wir fest. De-Aging, die Rückblenden aus Episode 5 zum Löten, zum Vergessen seitens von Hayden Christensen und seitens des Produzenten und Leading Teams. Als Darth Vader, als schizophrener Darth Vader hat er super funktioniert, hat er die Emotionen, die das Feeling hochkommen lassen, wie aus den Prequel-Trilogie und aus den Episoden 1 bis 3 der Kinofilme. Also wunderbarer Fanservice, nicht zu viel, nicht Fanservice, um Fanservice sein zu wollen, sondern eine Geschichte zu erzählen. Wir bleiben in der Story, wir bleiben in unserem Job und bieten das eine oder andere Fanservice. Auch wenn es hätte etwas anders ausgehen dürfen. Aber es passt. Es passt in die Handlung, es passt in die Storyline, es passt in den Kanon. Insofern ein guter Abschluss, nichts Neues, sagen wir so. Guter Abschluss, aber nichts Neues. Insofern, einmal gesehen, danke, das war's. Ich glaube nicht, dass ich mir persönlich ein zweites Mal diese Serie ansehen werde. Auf der anderen Seite werde ich jetzt im Anschluss mal Star Wars Rogue One reinhauen und mir einen gemütlichen Abend mit diesem tollen Film machen. In diesem Sinne, wenn euch dieses Video, wenn euch meine Kritik zu Star Wars Obi-Wan Kenobi gefallen hat, lasst gerne für diese Videos ein Like und einen Daumen nach oben da. Und vergesst dabei nicht ein Abonnement für den Kanal dazulassen, denn diese Unterstützung ist für die Videos und den Kanal und natürlich auch für mich extrem wichtig. Es sind nur einige kleine Klicks für euch, aber wie gesagt, eine riesengroße Unterstützung für mich und den Kanal. Vielen Dank und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.